Okay, gut. Back to business. Wo ist Maus? Maus, bist du ein bisschen retarded? Maus! Wow! Hä? Wo ist die Maus jetzt? Ist die jetzt einfach schon nach vorne gerannt? Hä? Wo ist die Maus gerade hin eskaliert? Die hat Angst vor den Ratten. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Ja, da kann ich ja nichts gegen tun. Okay, ich muss sie einfach drum herumführen. Easier said than done. Ja, komm mal hierher. Hier sind weniger. Warum die Maus mir überhaupt folgt? Ich habe keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. Oh, scheiße. Hier hin. Hier. Und jetzt hier. Ihr habt den Bluff durchschaut? Natürlich ist die Lösung nicht schwer. Es ist ganz einfach ein Elefant. Doch jetzt tut ihr mir fast leid. An meinem nächsten Rätsel werdet ihr euch wie alle anderen die Zähne ausbeißen. Kommt her. Boah, dang! Okay, ich kann mir schon mal den Kelch holen, das ist geil. Weg da! Heldensaal wartet, nice. Gut, okay. Ich nehme mal die Axt, ich hab grad Bock auf Axt. Verdammte Axt! So, was ist jetzt? Was ist deine letzte Rätsel, mein Freund? Sprechen mit ihm. Danke. Bei Mond und Sternen bleibe ich, doch Sonne treibt mich fort. Lampenlicht vermeide ich und weich von seinem Ort. Okay. Das ist schön für dich. Ich gucke mich erstmal weiter um, was da hinten jetzt noch war. Meine, den Kelch haben wir. Es ist schon mal ein Problem von unserer Liste gelöst. Jetzt müssen wir nur gucken. Was ist hier noch? Da war Geld drin. Hab ich genau gesehen. So, warte mal. Wo kommen wir hier jetzt? Ach, jetzt sind... Ist denn da die Schotten auf, oder? Yeah. Können wir rein? Wo bin ich denn jetzt? Und hä? Feuerstellen? Warte mal, da habe ich nur eine Idee. So nach dem Motto, burn the house down. Oder Licht in das Haus hier. Licht ist immer eine Lösung. Es hat gerade auch Pling gemacht. Also ich glaube, ich habe das erste noch nicht richtig geschoben. Ja, doch, da, das hat was damit auf sich. Ich schieb das jetzt nochmal ganz ran. Okay. Haus angezündet. Verflucht. Jahrelang habe ich über diesem Dunkelheitsrätsel gebrütet. Sieht wohl so aus, als ob euer Hohlschädel mit meiner außergewöhnlichen Intelligenz mithalten konnte. Kommt sofort her und nehmt euren Preis.
ich habe das Rätsel nicht mal bewusst gelöst. Ich habe einfach gedacht, es hat was damit zu tun. Aber gut, wenn du meinst, ich habe dein Rätsel gelöst, also dann... Ich bin der Letzte, der sich da irgendwie querstellt. Ne, Kollege? Ihr haltet euch wohl für besonders schlau, wie? Ja, ein bisschen. Bitteschön, ihr Schlaumeier. Der Irrgarten gehört euch. Rausfinden müsst ihr selbst. Das klingt ja nach Spaß. Und du? Was hast du jetzt gemacht? Wieso musste ich jetzt zu dir, du Arschgeige? Ich meine, du bist nichts weiter als ein Gesicht in der Wand. Okay, hier kann ich aber nochmal shoppen. Gib mir mal Speere, die sind mächtig. Ja, geil, jetzt hab ich das geschafft, I guess? Der Irrgarten gehört mir und nu. From here I came. From thence I came. Jetzt bin ich richtig überfragt. Noch mehr als vorher. Bin ich denn schon am Ende vorbeigegangen, oder? Hä? Kann ich hier überhaupt wieder lang? Nö. Dieses Level ist... Wow. Das Einzige, was noch schlimmer wird, wird nachher in den Sumpf denn zu machen. Das ist ein Level, worauf ich absolut keine Lust drauf habe. Meiner meinte, der Irrgarten gehört mir, aber rausfinden muss ich selbst. Du bist ein Arsch, weißt du das? Du bist ein Arsch und du bist so ein Gesicht in der Wand. Das will was heißen. Wenn man Arschloch-Status kriegt, indem man einfach nur ein Gesicht in der Wand ist. Ach so. Hier geht's auch noch lang. Moment, muss ich jetzt... Löst es das Rätsel, ihr werdet den geheimen Eingang zu einem Verlies finden. Der Bürgermeister wird dort gefangen gehalten. Ich wurde verrückter. Oi. Okay, ich kann euch nicht schieben, ne? Okay, warte. Okay, der ist offenbar jetzt in Position. Aber lass mich raten, ich kann sie nur... Ja, ich kann sie nur in Schachposition... Moment. Oi. Die Biester zu treffen ist das Schlimmste. Hat da eine gerade gesagt, what's with Mom? Ich weiß nicht, was mit Mom ist. Aber offenbar ist das Ding an der richtigen Stelle. Ich kann es auch nicht mehr bewegen. Dann bist du also falsch hier, ey. Wo gehörst denn du dann hin? Okay, warte mal. Du, das ist easy. Du willst woanders hin. Oi. 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 Ja, okay. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit euch beiden Deppen? Au! Der will sich gar nicht bewegen. Nee, dem ist offenbar nicht nach Bewegen zumute, aber warte mal. Okay, der ist richtig. Jetzt ist... Ich kann ihn aber auch nicht. Der will sich nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, der muss in die Mitte. Aber er will sich nicht bewegen. Hä? Ja, aber
Ich kann ihn ja nicht mal diagonal bewegen. Ich kann ihn ja gar nicht bewegen. Der will sich ja überhaupt nicht bewegen. Das ist ja das Problem. Ich bin doch... Hallo, ich stehe doch an der Seite. Ich stehe an allen Seiten und er bewegt sich nicht. Boy. Was zur Hölle ist jetzt hier falsch? Ich sehe doch, dass du dich bewegen kannst. Ah, jetzt! Ja, ich weiß, dass du dich diagonal... Hallo, wie soll ich das denn machen? Es ist nicht Super Nintendo, es ist nicht N64. So, lass mich raten. Ja, du kannst dich nur diagonal bewegen. Ich habe schon so weit gedacht. Nur, die Hit Detection in diesem Spiel ist atrocious. Alter. Ich kann ihn nicht diagonal treffen. Das ist... Oh mein Gott, Kollege. Oh mein Gott, lieber Kollege. Das wird dauern, bis wir den irgendwie bewegt haben. So. Ich benutze schon das Steuerkreuz, um irgendwie... Jetzt geht's. Jetzt geht's. Manchmal. Ich stehe diagonal zu dir, Kollege. Und er will einfach andauernd nicht. Oh, Alter. Ist es mit einer anderen Waffe leichter? Oh, danke. Raus hier. Oh mein Gott, es will. Das ist immer ein schweres Rätsel, aber der letzte einfach. Du, man muss exakt in dieser Ecke stehen, damit sich dieses Pissding auch nur einen Millimeter bewegt. Ei. Einfach, damit das Ding sich einen Zentimeter bewegt. So, was kommt jetzt? Okay, Ponyman will nichts von uns. Das ist gut. Der ging mir auf den Keks. Ah, da. Ah, Mr. Fortescue. Mister. Ihr seid wieder auf dem Feld. Gut. Die Leute fragen mich, Schildguard, was haltet ihr von diesem Schwert oder dieser Axt? Aber ich sage, nichts! Krieg ist eine Wissenschaft und wird heute durch Schilde entschieden. Oh, hauaha. Hey, Dancing Dragon. Ich glaube, ihr solltet meinen Schild nehmen. Er hat Zauberkraft. Zauberkraft! Ein Zauberschwert sei besser als ein Zauberschild. Aber ich sage euch, das ist falsch. Ja, bitte, gib mir deine Zauberkraft. Mit der richtigen Technik seid ihr damit unbesiegbar. Ist mir egal, gib mir Zauberkraft. Oh, scheiße, Goldcraft. Oh, ja, look at this Zauberkraft. Oh, Mann. Please, Leute, bitte. Ihr müsst euch meine Zaubercraft angucken, ja? Es ist absolut wunderschöne Zaubercraft. Ja, bitte speichern. Oh. Zaubercraft. Anstaltsverlies. Oh, das. Okay. Klingt immer noch besser als der Sumpf. Wir kommen aber nicht drum rum. Irgendwann müssen wir den Sumpf machen. Aber nicht jetzt. Ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf Sumpf. So. Ach du Scheiße. Wird das jetzt so ein Duell-Ding? Warte mal, warum ist mir so schwer? Ich
ja, wow. Das sind ein paar viele. Okay, Hermatron. Alter, sind das viele. Alter, die machen viel Schaden. Aber damit macht man die auch gut platt. 20%, das wird, glaube ich, echt so ein Duell-Ding hier. Ja, okay. Okay. Warte mal, ich kann aber auch ja andere Waffen benutzen. Ist ja nicht so, als ob ich nur... Ich habe immer noch meine Hähnchenkeulen. Oh! Das kann mich... Oh mein Gott, Joke-Waffe? You are not joking! Oh mein Gott, das verwandelt meine Gegner in Heil-Items. Ich kann... Wow. Ich, Alter, wow. Simon Belmont wäre stolz auf mich. Ich muss es nur schnell einsammeln, dass die spawnen schnell. Okay. Das ist... Okay. Das Hühnchen ist overpowered. Merken wir uns. Hühnchen ist definitiv overpowered. Ich hätte nicht gedacht, dass ein verkackter Hähnchenflügel so mächtig ist. Piu, 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 piu. Shit, ich bin leer. Zwingt mich nicht, mein Geflügel auszupacken. Okay, das breite Schwert ist auch gar nicht mal so schlecht. Es ist stärker vor allem. Killt die hier instant? Ich darf, die dürfen mich nur nicht vorher treffen. Oh, scheiße. Nein! Oh, fuck. Blöder Penner. Ihr seid aber auch fix auf dem Bein. Zwingt mich nicht, meine Hühnchenkeule anzuwenden. Oh, Goodies. Warte mal, bringt ihr mir Prozent? Nee, ihr macht nur Nerv. Was seid ihr denn jetzt? Irre. Einfach nur irre. Ihr habt einfach nur einen an der Flöte. Ist das euer ganzer Stick? Ja, sieht ganz danach aus. Ihr habt einfach alle einen an der Waffel. Was hast du denn? Du bist nicht am Beißen. Der hat gerade die ganze Zeit versucht, mich zu Psycho-Crushern. Das ist merkwürdig. Was ist das da unten? Cool, noch mehr von euch. Ihr habt doch nicht mehr alle einen an der Waffel. Zombies auch noch? Okay. Ihr seid nicht der Joker, verdammt ich nochmal. Scheiße. Du hast immer so viel Schaden gemacht? Alter, das ist meine letzte Pulle. Okay. Energie. Energie. Ich kann mir aber noch was kaufen, ne?
Oh. Okay. Erstmal das hier, weil das breite Schwert sogar gar nicht mal so doof ist eigentlich. Das da unten, das ist... Alter, das macht mich kirre. Und jetzt haben wir Lava. Psychopathen und Lava und Kanonen. Okay. Okay, chillt. Chillt. Hähnchen-Time. Okay, das Hähnchen ist... Es heilt aber nicht meine Pulle, das merke ich jetzt erst. One-shotted Zombies? Nice. Ich kann den Kelch nur annehmen. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist der Kelch? Oh mein Gott! Stunlock! Rampage! Okay, da könnte ich lang. Aber das, die andere Tür, die macht mich gerade kirre. Okay, aber ich kann hier sonst nichts machen, also... Nee, okay. Okay, wo zur Hölle bin ich jetzt? Ach, schau mal. Der Bürgerkleister. Godlike. Rico the Nappy is godlike. Oh mein Gott, danke dir fürs hier, fürs Dingsen. Oh, ich ist der... Okay. Thanks for the Kelch, man. Eine Erdrune. Okay. Und einmal aufpumpen. Oh ja, gib mir. Mach voll. Okay, pass auf. Pass auf. What now? Ich meine, es ist ja schön, dass ihr hier überall... Ach so. Hey, Dude. Es geht. Bin ich froh, euch zu sehen. Oh mein Gott, ich realisiere jetzt erst, was dein Gesicht ist. Zur Herausgabe des Schattenartefaktes zwingen und die Dämonen aus ihren Gräbern im Zauberwald befreien. Aber ich hab ihm gesagt... Ich hab ihn gesagt! Du aufgeblasener Lackel, eben der Bürgermeister, hab ihm gesagt. Aber dann hat er mich mit den Verrückten hier eingesperrt. Einfach furchtbar. Ich hab seit Wochen kein vernünftiges Wort mehr gesprochen. Ja, ich find's selbst naus. Na, schaut euch nur um, mein Freund. Der Zarok hat ein paar Sachen hier gelassen. Die könnten euch nützlich sein. Unter anderem den zweiten Teil des Drachensteins. Drachenedelstein. Frage ist, wozu ist der jetzt gut? Und hier ist auch... Okay, nice. Das war... Naja. Bayerischer Bürgermeister gibt mir einen Drachenedelstein, wofür ich auch immer ich den brauche. Das war ein schönes Level an sich. Das war ein nices Level, aber das war fun. Das war witzig. So, was kriegen wir jetzt Nices? Was gibt's jetzt Leckeres? Du willst nicht mit mir reden. Du willst nicht mit mir reden. Ponyman will auch nicht mit mir reden. Du willst reden. Musst du reden? Teufel, Fortescue. Ich hätte wetten können, dass ihr schon längst erledigt seid. Hey, ich hab hier was für euch. Es wird euch gefallen. Und ihr? Ja, klar. Mad Cash, yo. Ja, Mensch, hat sich ja richtig gelohnt. Okay. Back to business, würde ich sagen. Das war easy. Das war aber ein schönes Level. Ist ein Item, ja, Schlüssel-Item. Ja, nur wofür? Das ist halt die Frage. Das ist so ein Schlüssel-Dings, das habe ich mir schon fast gedacht. Nur wofür ist ja die Frage. Oh, jetzt müssen wir den Sumpf machen. No turning back. Jetzt ist Sumpfzeit. Oh Mann. Ja. Yep. No turning back. Es gibt nur noch den Sumpf und mich. Oh Gott. Muss ich das nochmal sagen, dass ich da absolut nicht drauf scharf bin auf den Sumpf? Moment mal.
Achso, nee, okay. Ah, der Totentümpel. 84, es geht. Oh Mann. Oh, der Totentümpel. Der Totenpümpel. Der Instant-Kill-Tümpel. I don't want to. Oh Mann. Das wird jetzt ein Spaß. Und jetzt habe ich nicht mal mehr volle Energie. Ich hatte ja letztes Mal wenigstens noch volle Pulle, aber... ich habe fast volle Pulle. Ich schätze mal, das reicht. Ah ne, warte mal. Erst hier, ne? Vielleicht sollte ich den Sprung besser benutzen. So, mit dir haben wir schon geschnackt. Salz gibt... Bringt mir... Oh mein Gott! Das hätte in die Hose gehen können. Das war effektiv! Okay! Das fetzt ja einfach quer durch die Gegend. Finde ich nice. Okay, das ist meine Angriffsstrategie ab jetzt. So, ich muss nur den Sprung anleinen und dann wird das auch. Gut, ich darf mich nur nicht von euch pushen lassen. Ich will hier nicht sein. Oh mein Gott, ich will hier echt nicht sein. So, ich habe alle Pullen dann voll, I guess. Vor allem das Schlimme ist, ich muss dann am Ende nochmal zurück, um die Sidequest abzugeben. Und ich sollte diese Bombentruhen echt in Ruhe lassen. Oh mein Gott! Kumpel, hör auf, dich so krass zu drehen! Das ist ja nicht mehr feierlich mit dir. Okay. Oh mein Gott, er dreht sich aber auch nicht komplett jedes Mal. Er macht immer erst noch so eine Drehung. Und das bringt mich dann immer um. Okay, der ist weg. Hier ist ein Sack. Ein Sack und 8%. Und wir sind jetzt schon an sich zweimal zwei Tote gestorben. Ich habe den nicht ernsthaft jetzt darüber geschossen. Aber gut, ich weiß, wo der Kelch ist. Das ist gut. Okay. Boah, hier ist Kamera echt fatal. Nein! Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ey, Alex. Das ist eine Werbeeinnahme. Ne? Ich schätze mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt gestern erstmal alles ausgefüllt und werde jetzt mal sehen, wie das Ganze hier läuft, ne? Also ein paar Abonnenten habe ich jetzt heute tatsächlich schon bekommen. Was mich echt freut. Okay, eine Chaos-Rune. What am I supposed to do, okay. Das Geile ist mit dem... Ich kann hier alles mit diesem... Außer du. Du bist radikal. Diese Insel sieht aus wie ein Penis. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss, aber diese Insel sieht aus wie ein Penis. Danke. Okay, und weiter. Uff. Ich muss nur... Ja, mit dem Sprung geht das eigentlich. Mit dem Sprung geht das. Mach mal voll, bitte. Doch alles an... Ja, das ist nicht viel. Scheiße. Das ist nicht viel. Okay, vier. Noch vier verbleibend. Aua. Okay. Bei dem Tümpel? Bei dem Tümpel. Nice. Tümpel-Time. It's Tümpel-Time, Kinders. Es ist, ja, ich kann jetzt auch Emotes haben. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das richtig einstelle. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, wie ich Emotes richtig gut machen kann. Straight to incompetent. Zurück in Tümpel mit dir. Aber yes, ich kann jetzt Emotes haben. An sich habe ich eins eingestellt, aber offenbar habe ich irgendwas falsch gemacht bei der ganzen Sache. Weil ich weiß auch nicht. Das ist... Der ist einfach so straight reingelaufen. No fucks given. Oh, da hinten ist so viel Energie und eine Lebensflasche vor allem.
Okay, pass auf. Ganz chill. Ganz.